In diesem Video zeige ich euch 6 3D-Druckobjekte, die ich regelmäßig mit dabei habe, wenn ich unterwegs bin. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Mekorama.de. Ich bin ja, wie ihr wisst, öfters mal zwischen Deutschland und Schweiz unterwegs und da habe ich mir über die Zeit hinweg mehr und mehr Sachen ausgedruckt, die ich auf meinen Reisen gebrauchen kann. Ganz vorneweg am Anfang schon diesen Halter für meine Akkus von der Kamera. Das ist natürlich eine super Sache, wenn man die ordentlich verstaut bekommt, denn wenn die nicht ordentlich verstaut sind, kann es sein, dass die natürlich auch einen Kurzschluss erzeugen und damit der Akku im Rucksack hochgeht. Das möchte man natürlich nicht und damit sind die ordentlich verstaut, dass sie auch nicht rausfallen. Das Ganze gibt es, glaube ich, auch für andere Akkutypen. Ich packe euch mal ein paar Links unten in die Videobeschreibung. Das hier ist jetzt für den NPFZ100 Akku von meiner Sony A7 III. Ich finde das Teil mega, gedruckt habe ich es in PLA, das reicht auch vollkommen aus. Und das Ding geht eigentlich, wenn ich die Akkus aufgeladen habe, jedes Mal bevor ich fahre, einfach in den Rucksack rein und fertig ist das Ganze. Das nächste kennt ihr aus einem meiner letzten Videos, nämlich dieses Display-Schutz-Case quasi für den Creality K1. Das habe ich mir ausgedruckt, weil ich gesagt habe, okay, ich möchte nicht, dass unterwegs das Display irgendwie zerkratzt wird oder kaputt geht. Deswegen montiere ich das immer, wenn ich den mitnehme, irgendwie ab und packe das da dann drüber, damit vorne das Display auch ordentlich geschützt ist. Das ist wirklich super convenient, hilft ordentlich. Und wenn man mal sagt, okay, das Display ist mir ein bisschen zu hell oder ich brauche es nicht, dann kann man es damit natürlich auch noch abdecken. Ist auch ruckzuck gedruckt. Ich habe es jetzt hier in dem ABSX von Nobofil gedruckt. Hat mich, glaube ich, eine halbe Stunde gekostet. Und muss ich sagen, sieht auch noch schick aus, vor allen Dingen mit dem Creality-Schriftzug. Macht auf jeden Fall was her. Dann habe ich mir jetzt erst kürzlich ein Upgrade von meiner bisherigen SD-Kartenbox gedruckt. Nämlich dieses Teil hier. Ich habe das gesehen, das ist quasi eine Rugged-Box-Version von einem SD-Kartenhalter. Und ich habe mir gedacht, das Ding musste unbedingt drucken, das musste unbedingt haben. Vor allen Dingen, weil da mehr Platz drin ist, als ich eigentlich brauche momentan. Naja, wer weiß, was da noch kommt. Vielleicht kaufe ich nochmal die eine oder andere SD-Karte, weil die sind alle schon so gut wie voll. Und vielleicht auch geht auch mal die eine oder andere kaputt und dann kaufe ich gleich nochmal 2 Backups. Aber ich muss sagen, mir gefällt das richtig gut. Man kann das Ganze natürlich auch hier, dieses Scharnier bzw. diese Klammer, kann man natürlich noch in einer anderen Farbe drucken. Oder wenn man eine Multicolor-Unit hat, also eine MMU von Brucer, eine Palette oder aber auch die Bambolab AMS, dann kann man auch hier oben, da gibt es eine 3MF-Datei, kann man hier oben auch das Inlet nochmal in einer separaten Farbe drucken, damit man auch direkt sieht, dass es ein SD-Karten-Travel-Case ist. Ich habe es jetzt einfach ohne das Inlet ausgedruckt, das geht natürlich einfarbig auch wunderbar. Und ich muss sagen, das ist ab sofort mein Lieblings-Travel-Case für meine SD-Karten. Die Scharniere befestigt man einfach nur mit einem Stück Filament. Also passt auf, dass eure Settings richtig eingestellt sind, denn sonst kriegt ihr das Filament nicht durchs Loch durch. Das hatte ich bei dem ersten Druck gehabt, weil ich es in der falschen Orientierung gedruckt habe. Und jetzt muss ich sagen, geht das Ganze butterweich. Rausfallen tun die Filamentstücke auch nicht, also da braucht ihr euch keine Gedanken zu machen. Dann haben meine bessere Hälfte und ich eigentlich immer gerne eine handgeschöpfte Seife oder sowas dabei, statt dieser Flüssigseife im Hotel oder so. Und da habe ich mir jetzt auch mal ein Gehäuse gedruckt. Das werde ich auch nochmal neu drucken, weil es von den Proportionen her einfach nicht gut passt. Ich hätte gerne eins, wo man 2 Seifen reinbekommt. Also hier, dass man einmal eine Haarseife hat und einmal eine für den Körper. Und da habe ich mir dieses Modell hier ausgesucht, wobei ich sage, das werde ich nochmal ein bisschen anpassen von der Größe her. Den Link zu allen Objekten, wie gesagt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aber ansonsten ist das ein wunderschönes Print-in-Place-Modell, was man sich für alle möglichen Seifen natürlich drucken kann. Gibt es in verschiedenen Höhen und auch natürlich in verschiedenen Größen. Und ich habe mir jetzt hier die Medium-Variante ausgedruckt und muss sagen, die passt schon ganz gut. Ist nur noch nicht so tief, das heißt also hier in der Tiefe muss noch mal ein Stück dran, damit die Seife auch wunderbar reinpasst. Und von der Höhe her könnte auch noch mal ein bisschen Platz da sein. Da werde ich vielleicht entweder was Eigenes modellieren oder dieses Case hier modifizieren. Also wer das nicht verpassen will, Kanal abonnieren, dann werde ich das Ganze natürlich mit euch auch teilen. Dann habe ich mir jetzt erst kürzlich was gedruckt, was ich mit meinem neuen Reisepass quasi gebrauchen könnte. Und zwar eine Schutzfolie sozusagen, eine Schutzhülle für den Reisepass, dass der da einfach reinpasst. Das ist der neue deutsche Reisepass, wo man mittlerweile die Fingerabdrücke abgeben muss. Aber ich habe das Ding vorher sonst lose in der Tasche liegen gehabt. Und das ist natürlich nicht ganz praktisch, denn ich möchte natürlich, dass da keine Eselsohren reinkommen und dass das Teil auch ordentlich aussieht, wenn ich es auspacke. Und auch ordentlich geschützt ist, dass da keine Seite umknickt oder irgendwo sonst irgendwelche Macken reinkommen.
Und da habe ich mir einfach diese Schutzhülle gedruckt. Dauert auch, glaube ich, eine Stunde, bis die fertig ist. Druckt einfach nur so hochkant und ist auch noch wunderbar rausgekommen. Auch wieder im ABS-X von Nobofil, einfach weil ich das Material gerade auf dem Drucker hatte. Und ich finde, das passt auch farblich an sich fast perfekt zu dem Ausweis. Dann gibt es last but not least ein Objekt, was ich mega cool finde, was ich feiere, was auch genug Platz hat für das, was ich vorhab, nämlich eine Pillenbox. Ich nehme relativ viele Vitamine, das heißt also, ich nehme einmal Selen, Zink, Magnesium und nochmal Omega-3, sofern ich nicht irgendwie Fisch esse, also jetzt wie am Weihnachten zum Beispiel einen schönen Lachs oder irgendwas anderes. Und deswegen nehme ich auch immer gerne mal ein, zwei Tabletten mit, damit ich dort auch ordentlich versorgt bin und mein Vitaminhaushalt nicht absinkt. Und da habe ich mir jetzt diese Pillenbox gedruckt und die ist auch von der Breite und von der Größe her ausreichend groß, dass ich hier nicht nur für eine Woche, sondern auch für zwei Wochen Tabletten reinbekomme. Deswegen habe ich die große ausgedruckt. Nicht, dass ich so viele Tabletten nehmen würde, aber hier kann ich halt für zwei Wochen am Stück dann entsprechend meine Tabletten unterbringen und brauche mir keine Gedanken zu machen. Das Ganze ist kein Print-in-Place-Model, sondern es wird in drei Teilen gedruckt, nämlich einmal den Body, einmal die Auflage hier oben, also diese Abdeckung hier vorne und einmal diese Schiebetür sozusagen. Die druckt man alle einzeln und dann kann man das Ganze dann zusammenstecken und fertig ist. Da braucht man keinen Kleber oder sonst was. Ich finde, es sieht ultra cool aus, bietet unheimlich viel Platz. Und ich habe mir natürlich nochmal hier im Brewster Slicer nochmal meinen Namen eingraviert sozusagen, dass ich weiß, okay, das ist meine. Für meine bessere Hälfte werde ich auch nochmal eine drucken, damit sie genau weiß, welche ist. Und damit sind wir schon am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Die Links zu allen Objekten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr dem einen Daumen nach oben gebt. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich tierisch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Vielen lieben Dank an meine Patreonen und auch an meinen Sponsor. Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Hodl's Line, Happy Printing und ciao!